Die Champs-Élysées, eine einzige Partymeile. Autohupen, tanzende Menschen. Solche Bilder gab es zuletzt vor 13 Jahren, als die Équipe Tricolore Europameister wurde. Frankreich hat ein kleines Fußballwunder geschafft und fährt nun doch zur WM. Trainer Didier Deschamps, gerührt wie beeindruckt vom 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen die Ukraine. Der Lohn und das ganze Lob geht an meine Mannschaft, denn an diesem Abend haben sie etwas Großartiges geleistet. Ich habe es ihnen gesagt, ich habe es den Spielern gesagt. Wir brauchen zwei große Spiele, um uns zu qualifizieren. Im ersten haben wir es nicht geschafft, aber im zweiten haben wir es sehr, sehr stark gemacht. So ist es. Das Ziel ist erreicht. Natürlich ist das eine große Genugtuung für die Spieler, für das ganze Team und den französischen Fußball, weil die Teilnahme dieser Nation in Brasilien war äußerst wichtig. Noch vor dem Rückspiel hatte Deschamps, Galionsfigur der WM-Elf von 1998, seinen Rücktritt angekündigt, sollte Frankreich sich nicht für Brasilien qualifizieren. Aber endlich zeigten Les Bleus, angetrieben von Franck Ribéry, wozu sie fähig sind. Ich bin sehr glücklich. Wir haben toll gespielt. Wir sind alle sehr froh. Wir sind stolz. Wir haben es geschafft. Es ist uns gelungen, die richtige Leistung zu bringen. Was wir auswärts vermissen ließen, haben wir uns für heute aufgehoben. Es war ein großes Spiel. Ich denke, es ist lange her, dass man ein so starkes Frankreich gesehen hat. Die französische Presse überschlägt sich. Sie haben das Unmögliche gemacht, schreibt Le Monde. Sie haben es geschafft, jubelt Le Figaro. Oh, wie schön, gewaltig, außerordentlich, titelt die Equipe fast liebevoll. Das ist gut für die Moral und das Ansehen aller Franzosen, für die jungen Leute, die zugeschaut haben, für alle Zuschauer. Ich denke, wir müssen uns all die Tugenden bewahren, die wir heute Abend gezeigt haben. Erstmals konnte eine Mannschaft einen 0:2-Rückstand in den WM-Ausscheidungsspielen wettmachen. Frankreich hat die Schmach verhindert. Allerdings gibt es Sorgen um Franck Ribéry, der sich am Knöchel verletzte.